direkt rein. 23 Minuten. Ich sehe ein Jinx-Cosplay. I like it. I click it. Willkommen bei... I buy it. Twitch Clips Germany. I make it... Clips, I make it a little bit... I make it a little bit quieter. Ich glaube, ich sollte ein ganz kleines bisschen leiser. Ich mag den Hut. Schaut auch gerne bei React Clips Germany vorbei. Oh, und ich glaube, ich sollte auch die Qualität hochstellen. 23 Minuten, also 2 Stunden. Nein, Betty! Und Betty, alles Gute nochmal zum Geburtstag. Wie gut ist dir, schön, dass du da bist. Pitchborn Revier. Da ist Pitchborn. Du hast recht. Da ist Pitchborn. Du kaufst die Sache nochmal. I see it. I like it. I want it. I got it. Zu verschiedenen Streamern, zu den Folgen. Link in der Beschreibung. Wie gesagt, gerne vorbeigucken. Ich werde da auch hochgeladen. Teilweise. Aber es sind alles sehr nette, höfliche Leute gewesen bisher. Wer sind nette Leute? Das Game sieht nicht aus, als wäre es für nette Leute ausgelegt. Ich hab das Gefühl, dass das Game ist nicht für nette Leute ausgelegt. Es hat zumindest eine Atmosphäre, die darauf hindeutet, dass dort keine netten Leute vorhanden sind. Let's see. Haben wir hier Eule. Da ist eine Eule! Huhu! Und das gleich 9 3/4! 9 3/4 von Harry Potter! Es ist Hedwig! Es ist Hedwig! Wie gut ist das denn? Ich schreib mal kurz auf. Wir müssen. Da muss durchlaufen. Nein! Nein! Oh, das ist geil gemacht. Gar nicht mehr schneiden! Aber man kann doch einen platten Schinken nicht in Würfel schneiden. Was machen Sie? Machen Sie Pizza? Machen Sie Pizza oder was machen Sie? Übrigens sieht Ihr OBS weitaus aufgeräumter aus als meins. Das ist das Erste, was ich gucke, wenn ich OBS sehe. Ist es aufgeräumter als meins? Ja. Die Antwort ist ja. Ja, ich denke mir jetzt, dass... So musst du da ausstreamen mit den Go-Streams. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das denn gestalten werde, wenn ich Plätzchen backe. Aber wir werden sehen, ob das geht. Video-Sound ist recht leise. Okay, ich mache ihn ein Stückchen lauter. Übrigens sieht der Teig immer noch etwas dick aus. 15 Minuten. Ah ja, das können wir ja dann machen, wenn wir die anderen essen. Ne? Können, aber da passt da kein Teller rein in sein. Was macht Balui? Die denken mir die Dinge in Würfeln. Funktioniert aber irgendwie nicht. Das könnte sein. Ich glaube, du brauchst ein Messer, um die Würfel hinzubekommen. Glaube ich. Ich koche recht selten Baconstreifen. Ist jetzt nicht ganz so mein Go-To-Ding, aber ich glaube, du bräuchtest ein Messer, um das in Würfel zu schneiden. Glaube ich. Genau da, wo ich sein möchte. Da, wo schau dich die Synchron. Was ist denn das? Funktioniert aber irgendwie nicht. Bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das ist so lippensynchron, oder? Also ich find, das ist total synchron. Also Synchronität ist da. Synchronität ist da. Er hatte halt nur Scheiben und musste Würfel draus machen. Man könnte Würfel kaufen gehen. Noch. Wenn es nicht Sonntag ist und nicht zu spät. Bacon ist Speck und nicht Schinken. Achso! Es tut mir leid, I'm so sorry. Du hast Nudelsalat gemacht, der ist nicht so toll wie der deiner Schwester, aber er ist vorhanden. Das ist gut, Nudelsalat ist immer geil. Das neue Spider-Man wäre auch voll das Game für Luna. Die sehen irgendwie ein bisschen aus wie aus dem Uncanny Valley, habe ich das Gefühl, die Charaktere vom Design her. Synchro ist my passion. 10 out of 10. Naja, das liegt aber nicht an der Synchro. Ich glaube, das liegt eher am... wie heißt das? Wie heißt denn das? Das Buch, wo die Direktionen reingeschrieben werden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es heißt. Sprechbuch? Wie auch immer. Drehbuch? Aber wenn es übersetzt wird, ist es dann immer noch Drehbuch? Das Skript? Ist es immer noch Drehbuch, wenn es übersetzt wurde? Da gibt es doch nochmal einen anderen Namen, glaube ich, für. Das Game gibt es ja jetzt auch für PC. Gibt es das? Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. Digga! Völlig neue Töne! Eindeutig! Oh, er ist hübsch und dumm. Scheiße, ey, voll mein Typ. Oh.
Transcript! Yeah, Transcript könnte es sein. Aha. Hi Gino, ich bin's. Melde dich doch mal bei Marty. Schau mal, was sie so am Wochenende macht. Du könntest, weißt du, der Pro-Tipp ist, man sollte sich selber bei der Dame melden. Ich glaube, die Zeiten, wo man sagt, ey, du, kannst du mal der Lisa da drüben sagen, dass ich sie mag? Ich glaube, es kommt besser an, wenn du sagst, Lisa, ich mag dich! Zumindest ein bisschen. Ja, es war PS-Exclusive, gibt es aber jetzt kurz auf PC Noise. Eisblock? Eisblock? Der sieht aber nicht nach Eis aus. Der sieht. Überstudieren. Da ist jemand einfach aus der letzten Reihe in der Klasse schreien, ich mag dich! Oder noch geiler! Du machst es auf die traditionelle Weise. Du machst ein Zettelchen und schreibst drauf. Du nimmst hier einen Zettel. Warum sind alle meine Zettel beschrieben? Da, du nimmst hier einen Zettel und dann schreibst du drauf. Lisa, ich weiß, Lisa ist nicht ihr Name. Ich nehme jetzt einfach Lisa. Der Stift schreibt nicht. Lisa, der Stift schreibt! Okay, gut. Habe ich einen anderen Stift? Hier, der Stift sollte es schreiben. Lisa, willst du mit mir gehen? Fragezeichen. Und dann machst du so eine Box. Ja. Ja, oder ja, dann hat sie keine Wahl. Dann hat sie keine Wahl. Einfach ja, ja, oder ja. Lisa, der Stift schreibt nicht mehr, ist mit mir ein Fragezeichen. Monks, oder ja. Ist das? Ja, du hast es erfasst, Loki. Du hast es erfasst. Genau so müsste man das machen. Exakt genau so. Okay, genau so. Ey, der ist in dich. Und so dumm, dass ich die eine mochte. Oh, so shy, I get it. Aber ich glaube, bei uns war das damals auch nicht mehr so, dass man Zettelchen geschrieben hat. Aber so Zettelchen, schon irgendwie cute. Einfach nur, ich mag dich draufschreiben, dann denkt der Lehrer, die Lehrerin ist ein Spickzettel, sagt das eine. 5 Minuten später sieht man, wie der Lehrer rot anläuft. Ui. Oder wenn der Lehrer dann mit Ja, Ja oder Ja bekommt. Das könnte etwas zu Problemen mit einem Elternsprechtag führen. Lieber kein Elternsprechtag. Wir wollen keinen Elternsprechtag. So far, so deep. So far, so deep. Ja, etwas. Irgendwas ist passiert. Er sieht sehr geschockt aus. Und jetzt ist er auch noch umgefallen und nur. Das sieht schmerzhaft aus. Was ist passiert? Jetzt ist der Müll. Ich zeig euch. Was? Wait. Irgendwas ist kaputt gegangen, oder? Was ist das? Es ist R.I.P. Mülleimer. Nein, nicht der arme Mülleimer. Nicht der Mülleimer. Recipe Mülleimer zerdrückt. Und nun. Und hallo, Silent und Rio. Einen guten Morgen euch beiden. Oh, das war ein Mülleimer. Warum? Du solltest dich nicht auf Mülleimer setzen. Die sind nicht stabil. Kauf dir lieber einen Hocker bei Ikea für 10 Euro. Die sind billig und die sind stabil. Die halten bis zu 100 Kilo aus. Steht zumindest drauf. Ich hab's noch nicht getestet, aber angeblich halten die bis zu 100 Kilo aus. Laut dem Ding. 9000 IQ-Take. Einfach ordentlich verhalten. Da braucht man keine Angst vor dem Elternsprechtag haben. Was? Na, das ist doch aber zu langweilig, AC. Ich zeige euch jetzt einen Clip. Ich liebe ihr T-Shirt. Nur so am Rande. Trick, wie man Schluck auf wegbekommt. Und zwar? Das will ich wissen. Weil ich kriege immer Schluck auf und kriege ihn dann nicht weg. Und dann sagen alle so, du musst einfach was trinken oder die Luft anhalten. Und ich bin so, es funktioniert nicht. Ich halte schon so krass an die Luft, wie ich kann und trinke so.
Okay. Sorry. Über Kopf trinken, aber das kriege ich auch nicht auf die Reihe. Okay, ich trinke auch gleich mal was. Erschrecken. Ich erschreck dich. Ja, das will ich aber mal sehen. Okay, Hocker kaufen und dann auf Schachteln sitze. Die, ja. Wobei, der Hocker kam nicht in Schachteln. Der kam verpackt in Plastik. In der Plastikfolie. Auf der Hocker passen 10 Lunas. Nein, ich wiege doch nicht nur 10 Kilogramm. Gut, das wäre etwas wenig. Und Arsch, Hund, das wird eng bei dir. Ach, dann nimmst du einfach 2 Hocker, stellst sie nebeneinander, dann verteilt sich das Gewicht. Das passt auch. Keine Sorge. Aber ein Schreck hilft bei mir immer. Bei mir hilft einfach nur abwarten und Tee trinken. Legit. Oder einfach ausrasten. Einfach ausrasten. Genau. Müsst ihr Druck? Druck auf das Zwerchfell. Euer Zwerchfell machen. Weil der Schluckauf ist ja eigentlich nur, dass ich das Zwerchfell immer wieder zusammenziehe. Theoretisch. Aber ob das wirklich funktioniert? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Quietsche Luna so, na, blablabla. Also dich zu erschrecken sollte nicht schwer sein. Nur ob es hilft, ist die andere Frage. Ja, das Ding ist halt, das ist ja wirklich, das ist das Zwerchfell. Aus dem Zwerchfell, wie beim Singen. Aus, mit, nutzt das Zwerchfell. Luft anhalten mache ich ja. Ich probiere das immer. Manchmal hilft es selten. Selten. Manchmal aber. Das ist wie Bauchmuskeln anspannen. Also ich mache eigentlich auch meistens Bauchmuskeln anspannen. Das kann auch manchmal helfen, habe ich das Gefühl. Es klappt nur nicht unbedingt beim ersten Versuch. Das mit dem Luftanhalten oder Schrecken oder beides. Spann mal an. Ich habe tatsächlich Bauchmuskeln. Das ist der einzige Ort, wo ich so richtig Muskeln habe. Ich habe Streichholzärmchen und meine Beinchen haben absolut keine Kraft. Aber ich habe Bauchmuskeln. Druck auf dem Zwerchfell. Ja, ich glaube auch, dass das helfen sollte. Luft anhalten muss das auch so 2-3 Mal machen. Sixpack? Nein, Sixpack. Tatsächlich ist es genetisch relativ unwahrscheinlich, dass Frauen ein Sixpack bekommen. Nur mal schon ran. Also du musst die genetische Veranlagung haben, dass du wirklich das Sixpack sehen kannst. Also theoretisch die Muskeln kannst du natürlich trainieren, aber dass man es sehen kann, ist sehr krass auf Genetik angelegt bei Frauen. Luna hat Bauchmuskeln, genau 3 Stück, ja. Genau, 3. 1,5. Und 1/4 noch dazu. Also 3/4. Super. 3/3. Also 3 3/4, nicht 3 3/4. 3 3/4. Dass die ganzen Schokoff-Tricks nicht funktionieren. Yeah. I kinda feel that. Oh, Minecraft müsste ich auch mal wieder spielen. Boah, das ist richtig gut gemacht. Ich glaube, den Clip hatte ich schon gesehen. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Und hallo Saki, was soll Luna, soll kein Sixpack haben? Viel zu hart zum Knuddeln. Naja, du musst es ja anspannen, damit die Muskeln hart werden. Ich meine, wenn du dein Sixpack nicht anspannst, dann fühlt man die Muskeln jetzt auch nicht so krass, ne? Und hallo Viper, wir sehen nichts. Und hallo, ach so, hallo Viper, ihr seht nichts. Ja, Luna schlau. Ja! Richtig gut gemacht mit der Map. Du sitzt genau vor der Map. I'm so sorry. Ich würde gerne mal wieder trainieren. So, oh, es tut mir so leid. Ich halte beim Schluck, beim Schluck auf, immer die Luft an. Das hilft mir tatsächlich nicht. Luna hat ein Sixpack an den Stimmbändern. Ich glaube, ich bin mir unsicher. Und hallo, damit hier waren überall Lauch außer am Bauch. Der ist ripped. Basically same. Also nicht ripped, aber basically, ich habe keine Kraft, außer so ein bisschen den Bauchmuskeln. Sixpack muss doch gepolstert werden. Ich meine, du kannst auch trainierte Bauchmuskeln haben, aber darüber halt Fett. Das geht. Das ist möglich. Das geht. Es ist möglich. Luna kann ein Glas Gurken mit dem Bauch öffnen. Nein! Alter, Gurken! Wer zum Teufel hat sich ausgedacht, dass Gurken und Marmeladengläser manchmal so schwer zu öffnen sind? Ich verstehe es nicht. Und hallo, Mad Max! Hallo, schön, dass du da bist, du Kartoffel! Hallo, ich bin einer. Wir haben auch vorhin festgestellt, ich bin Süßkartoffelnudeln. Luna braucht eine Taste, um sich links, rechts und nach oben zu spiegeln. Also wenn ich 2D-Debüt habe irgendwann, wollte ich ein Stream Deck holen. Dann kann ich das vielleicht damit einbinden. Wer weiß. Und damit herzlich willkommen zu den Twitch Clips Germany, meine lieben Freunde. Das hätte am Anfang aber kommen müssen. Alter.
Aber die Musik ist nice. Welche Rolle bist du denn? Bist du Evil Guesser? Was ist 2D? Ich bin 3D. Das, was du hier gerade siehst, ist 3D. Und wenn in den Clips jetzt gleich jemand kommt, der 2D ist, sage ich Bescheid. Weil gucke mal, weil ich kann mich drehen. Look, da ist Quentin. Da ist Quentin. Da ist mein Rücken. Ich kann mich drehen, das heißt, ich bin 3D. Ich kann von oben auf euch herabgucken. Ich kann von oben auf euch herabgucken. Na, Jenny! Na, Jenny! Und wenn jemand, der 2D ist, kommt, dann sage ich Bescheid. Dann sollte jemand, der 2D ist, in den Clips sein. Dann sage ich Bescheid. Zeig lieber mehr Rücken. Nein! Psst! Wir gucken uns weiter die Clips an. Ich lenke mich schon wieder viel zu sehr ab. Ich bin nicht Evil Guesser. Sondern, jetzt musst du deine Rolle callen, damit du vorher rausgegangen bist. Das interessiert mich, ob das wahr ist. Damit, nee, war nicht wahr. Ne. Er war Evil Guesser. Ach so. Boah, ich hasse dieses Eis. Das ist dieses Tiefkühl-Wassereis, ne? Boah, Tiefkühl-Wassereis ist das Geilste! Das ist doch das Geilste! Vier Szenen mit Luna in jeder Ecke und dann wir Shotgun wechseln können, ist schon... Boah, warte. Also meinst du sowas in die Richtung wie, Kriege ich es auf die Reihe? Nein, ich muss das hier, glaube ich. Eine Sekunde. Du meinst also. Why is it not working? What? Okay, gut, dann. Why is it not working? Hallo? Warum will es gerade nicht funktionieren? Es will gerade nicht funktionieren! I don't get it! Das letzte Mal hat es geklappt! Okay, wartet. Okay, gut. Es will nicht funktionieren. Ich darf mich gerade nicht duplizieren. Ich habe zwar mehrere Browser-Sourcen drin, aber ich darf mich nicht duplizieren. Okay, heute bleibt Luna alleine. Heute kriegt Luna keine Luna-Freunde. Gut, vielleicht kriege ich ja das nächste Mal Luna-Freunde. Wer weiß. Heute darf Luna keine Freunde haben. Luna muss für heute für immer alleine bleiben. Okay, egal. Gut, dann bleibe ich halt forever alone. Und du wunderst dich, warum ein Name Mix ist immer so langsam. I'm so sorry. Okay, ich mache einfach weiter. Ja? Ich mache einfach weiter. Furchtbar. Dann musst du wieder lutschen, um diesen Saft das Wassereis, by the way, das Wassereis ist geil. Ich liebe das. Ich liebe das. Und am Ende Luna hat doch Freunde und Quentin, genau, aber du hast doch so uns, ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Luna und ihre Religion, ich wäre gerne ein Freund. Oh Mann, ihr seid so süß, Luna und ihre Religion. Meine Legion, meine Armee, die Pappkameraden, die kein Signal haben bei Elden Ring. Das ist gut, das ist sehr gut. Oh Gott, ich dachte gerade, das wäre bei mir. Oh mein Gott, ich habe mich wirklich erschrocken. What the heck is happening? Warum ist es grün? So. Ja. Sieht alles viel, viel besser aus, ja? Ja, ein schöner Grünfilter. Ist das Bild... Das sieht schon smooth aus, ne? Das sieht schon schön aus. Boah! Streuselkuchen! Wir sorgen um den Kuchen. Nein, Kuchen, nein! Kuchen, bitte geh nicht über Bord, du bist zu geiler Streuselkuchen dafür, dass du über Bord gehen solltest. Greenscreener, Alter. Nicht den Streuselkuchen! Nein, don't leave us! Please don't leave us! Nicht den Kuchen! Der Streuselkuchen ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Den konnte man noch essen. Den kann man noch essen, okay? Den kann man noch essen. Den kann man noch essen, aber... Jetzt habe ich Bock auf Kuchen, ach Mann. Jetzt habe ich Bock auf Kuchen, so eine Gemeinheit. Und alle Jotaschen, was du da bist. Kuchen. Der Kuchen gehörte der Schlucht. Der Loch. Ja, Luna kann Artikel.
5-Sekunden-Regel, ja, 5-Sekunden-Regel, das stimmt, das stimmt. Es lebe der Streuselkuchen, Streuselkuchen ist tot. Los, iss ihn noch, du kannst den Puderzucker, der da dran war, da war doch Puderzucker drauf, oder? Da war Puderzucker drauf, den kannst du auch noch vom Stuhl okay, nein, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, dann schmeckt das nach Textil. Textil schmeckt nicht gut. Na, bin ich, boah, das sieht voll, boah, das sieht nach einem Spiel für mich aus, boah. Entschuldigung, ich muss mich gerade ein bisschen zusammen. Oh Mann, warum bin ich so schlecht, ey? Das frage ich mich bei jedem einzelnen Spiel. Glaub mir, Katja, du bist nicht schlecht. Okay, ich weine auch nur ein bisschen innerlich gerade. Vor allen Dingen sieht das nach Erythrozyten aus. Warum sehen diese Steine nach Erythrozyten aus? Die Aktion. Es ist echt kein Spiel. Mit dem Sessel. Ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Flower wäre voll dein Game. Ich glaube, das habe ich sogar. Ich bin mir gerade unsicher. Der Pain seht in seine Augen. Wartet, ihr seht seine Augen nicht. Ihr seht seine Augen nicht. Ich zeig euch seine Augen, okay? Seht in seine Augen! Seht! Seht in seine Augen! Sicherlich, dass das ein Spiel ist. Der Boden ist ein einziges großes Loch. Ich glaube, es war ein Spiel, das nun an der Stelle scheitern würde. Ja, da. Seht euch den Schmerz an. Seht. Was? Ich dachte, ich bin im Ziel, das. Seht es euch! Ja! Seht euch in seine Augen, sagen sie, während sie es verdeckt, das tut mir leid. Da ist etwas in ihm gestorben, aber was ganz Großes, ein ganz großer Teil. Er hat doch ganz wenig, aber nur ganz wenig Switch-Spiele, wie ich gerade gesehen habe. Ich muss jetzt bloß wieder scalen, mal gucken. Passt das? Ist ein bisschen groß noch. Jo, jetzt ist es ein bisschen klein. So. So, perfekt. Man kennt's. Boah, aber das, der Pain. Ich fühle mit ihm. Ich fühle so sehr mit ihm. Es ist einfach, nein. Schmerz für was immer. Was ist eigentlich mit unserem anderen Die Katze Spiel? Ist so süß. Ah! Oh Gott. Kitty. Ich hab gerade Kitty, da. Man muss sagen, das ist 2D. Naomi hat ein 2D-Model. Das ist 2D, was man gesehen hat. Da war eine Katze und ein Kindchen, dass du da bist. Der Luna braucht Overlay an die Seite, wo sie sich hinsetzt. Ich mag das aber nicht so gern, muss ich sagen. Das Muster der Katze ist so schön. Ja, das ist... Wait. Ich liebe das. Ich liebe es so. Look. Matti ist aber 3D. Bist du dir da sicher, Steve? Dass Matti 3D ist? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Und wir gucken uns gleich Matti weiter an. Okay. Let's see. Man muss dazu sagen, ich habe mal GeoGuessr gespielt. Das habe ich auch. GeoGuessr ist ein geiles Game. Ich muss mal wieder spielen. Wir könnten heute auch GeoGuessr spielen. GeoGuessr ist comfy. Ist es eine Bengal vermutlich? Denkmäler und Sehenswürdigkeiten und so halt schnell erraten muss. Ja, nee, da blamier ich mich nur. Nee, okay, vielleicht lieber nicht. Und ich klicke wo rein, sehe einen Doppelstockbus und mein erster Gedanke ist, oh, ein Doppelstockbus, das ist bestimmt London. Dreh die Kamera um 180 Grad, das ist einfach direkt am Alex vom Fernsehturm. Elegant mir sagen sogar, dass man dir Pro geschenkt hat, was man ausnutzen sollte. Ich habe es schon sehr viel genutzt. Ich muss es privat und mehr nutzen. Ich habe zu der Zeit schon in Berlin gewohnt. Aber ganz ehrlich, meine erste Assoziation mit einem Doppelstockbus ist auch London! We in London now! Eins? Oh, macht sie einen Tornado oder was hat sie vor? Oh nein. Nein. Warum tut ihr euch das an? Hey!
gut, dass man das bei mir nicht sehen könnte. Also wenn ich das probieren würde, man könnte es nicht sehen. Deswegen probiere ich es nicht. Ich habe eine gute Ausrede, oder? 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 Berlin ist doch Teil von London. Hier in Bremerhaven stehen zig Busse am Hafen rum. Keine Ahnung, wo die hingehen in Deutschland. So Doppelstockbusse? Tornado, Boah, Möbel aufbauen ist is der Pain aller Pains, 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 aller Pains. Möbel, ich habe in letzter Zeit so viele, ich will nicht mehr Möbel aufbauen. Okay, Leute, okay, Möbel auf, nein, bitte nicht mehr, ich will keine Möbel. Ich will nicht mehr. Vor allen Dingen, wisst ihr, wie schlimm es ist, ein 5x5 Kallax-Regal aufzubauen zu zweit, wenn du keine Kraft in den Armen hast, du schmeißt dir das Ding auf den Fuß und das ist auch passiert. Gott, also nicht mir, sondern Emily, sie hat es sich auf den Fuß geschmissen, aber yay. Luna macht den Vulkan, Boden legen, Mentos schlucken und Cola trinken. Nein, machen wir nicht, fühle ich. Am Ende merkt man, dass man es andersrum. Exakt das, Kallax aufbauen, easy. Ja, die kleinen ja, Schubi. Wenn du aber keinen Wendeplatz in deinem Raum hast und einen 5x5er aufbauen musst, das ist nicht easy. Die 2x4er, easy. 3x4, easy. 4x4, easy. 5x5 in einem Raum, der so breit ist wie ein 5x5. Nicht easy. Nein. Großen Tornado, Getränke, PNG und eins von der Pfütze. Okay, dann muss ich ihn ja noch nicht mehr selber machen. Und Blue, du hast das Kärtchen redeemed. Schreib mir gerne auf Discord deine Adresse. Sie wird natürlich nur dafür genutzt, um das Kärtchen zu verschicken. Oder beziehungsweise eine Adresse, an die ich es schicken darf. Und Dankeschön. Schon so lange bist du mit dabei. Holy, Dankeschön. Ich hoffe, ich wollte die am Morgen fertig machen, auch die von Archer. Und hallo, Timmy. Ah, der Hammer ist auf meinen Fuß gefallen. Wobei, das sieht gar nicht so schwer aus aufzubauen. Ist der Tisch gerade? Tatsächlich. Der sieht aber nicht gerade aus von hier. Also entweder ist die Kamera... Ah, er hat den Tisch auch nicht aufgebaut. Er ist drauf gesprungen. Ist der Tisch nicht mehr gerade? Naja. Weißt du, wie teuer Möbel sind? Möbel sind so teuer. Warum wird er kaputt gemacht? Gesundheit. Du nimmst die Zwiebel und dann, während du schneidest, streckst du die Zunge raus. Denn der Zwiebelsaft setzt sich an die erste feuchte Stelle, die er quasi findet. Und deshalb stecken wir einfach die Zunge raus. Und es ist nur dafür sorgen, dass die Zunge immer nass ist. Dann passiert alles nicht. Das ist perfekt. Also es funktioniert einfach prima. Ich schneide jetzt auch so meine Zwiebeln. Das Mann ist alles so einfach. Ich finde, das ist eine gute. Who's cutting onions in here? Boah, ich habe gestern auch ein Shower Thoughts gelesen. Da ging es darum, wenn wir Zwiebeln schneiden, dann weinen wir über ihre toten Körper. Lasst euch das über den Kopf gehen. Dreht sie die gute Zwiebel in Öl? Ich hoffe doch. Und alles Gabel. Nice to see you. Luna beim Zwiebelstein in Wein. Yeah. Nein! Mein Salat! Oh mein Gott! Not the salad! Not the salad! Es passiert mir nur noch sowas. Siehst du, dafür haben sich das gelohnt. Not the salad! Also mein allererstes Mal war. Ich glaube, letzte Woche Montag. Und dann halt den Samstag mit euch. Boah, das Add-on für Sims 4 habe ich beispielsweise nicht. Das will ich unbedingt.
Das will ich unbedingt. Kannst du gerne, Blue. Kannst du gerne. Wenn du es nicht möchtest, schreib einfach mit dazu. Nur deine keine Abdruck für Schädelbrüche. Was? 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 Aber es war auf richtig scharfe Messer helfen auch je. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal bestimmt machen, weil die Leute waren alle sehr nett, ehrlich, sehr sympathisch. Tom, so, alle sollst waren dich verpissen zu einem und so, weißt du? So, jetzt ist er weg. Ja. Für immer. Gehört er zu uns? Gehört er zu uns? Er gehört zu uns, schon. Und wir gehören mehr zusammen und er gehört auch zu uns. Als ob das Viech dann... Ist das nicht eine ganz normale Konversation mit seinen Freunden? Ey, geh weg für immer! Stimmt, das Riesending. Geh weg für immer! Studentenleben, weil sie den ganzen Tag schlafen. Naja, es sind keine Studenten. Die University-Erweiterung habe ich, aber das ist Highschool. Das heißt, das sind die Jugendlichen, die müssen noch Stuff machen. Ja, weil Studenten haben unendlich viel Freizeit, wie ja mein einer Prof mir schon gesagt hat. Studenten haben unendlich viel Freizeit, ne? Wir haben nichts zu tun. Niemals! Studenten haben so viel Freizeit. Das würdet ihr nicht glauben. Niemals. Niemals. Also ja, Studenten haben ja unendlich viel Freizeit, aber die Teenager, die müssen noch hustlen. Danke. Und wir sind den ganzen Tag am Feiern. Du hast es erfasst, Tom. Achso. Den ganzen Tag. Nebenjob, was ist das? Lernen, Nebenjob. What is that? Oh Mann, der denkt jetzt, wir wären noch dümmer. Oh Gott, wie peinlich. Oh, es ist peinlich. Das würde mir auch passieren, keine auch? Sorge. Verschwinde. Ich sehe also alles von euch, sogar... Dex! Der war gut getimed. Und hallo Dude, schön, dass du da bist. Wenn ich als Student mehr Freizeit brauche, dann bringe ich einfach den mehr Freizeit. Genau. Man kriegt einfach so einen Knopf und der hält dann die Zeit an. Studenten haben echt viel Freizeit, aber Profs haben noch mehr. Genau, das sage ich dem beim nächsten Mal. Und das Geile ist, ich liebe, by the way, wie der Sound Alert einfach mit der Brille sogar abgestimmt ist, ne? Nur mal so am Rande. Oh, Candy Boo, du weißt, wie wichtig... Kalzium ist, meine Damen und Herren. Kalzium! Die gute Kalziumversorgung. Und was ist es besser als frisch gezapfte Milch? Das sieht aber nach Salatdressing aus. Warum sieht diese Milch nach Salatdressing aus? Ich muss. Kohle. Boah, so ein Lenkrad brauche ich auch. Keine. Geh nach rechts. Quatsch, ich bin geblitzt worden. So ein Lenkrad bräuchte ich auch. Das ist 5000 Euro. Oh, das geht ja voll klar. 5000 Euro für einen Schaden am Laster ist doch nicht viel. Die Dinger sind teuer, ich weiß. Aber erst wenn die BA bestanden ist, nicht, dass es deswegen noch Abzug gibt. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee, Daddy. Das wäre eine gute Idee, würde ich mal Fall. Behaupten. Fall! Ins Verderben. Fall! Fall! Oh. Ja, das war ein Fall in das Mit Verderben. Mit diesem Satz meinte ich nicht mich. Kann das auch einfach ich hab keine Ahnung, machen. Timmy. Ich hab das Spiel noch kann nicht mal tatsächlich. Was war das? Deswegen, ich habe zwar geschraubt, aber Akkuschraube machen mir immer noch Angst. Die machen mir. Die Akkuschraube sind immer noch gruselig, okay. Okay, sagt, Akkuschrauber sind immer noch gruselig und dass ich weiß, das ist kein Akkuschrauber, das ist irgendwas anderes, eine Fräse oder so. Das ist immer noch gruselig, okay? Okay. Oh Gott. Teile immer schön fixieren, ja, ich glaube auch. Wie alt bist du? Wo bist du? Kannst du mir ein Zeichen geben? Gib mir ein Zeichen! Oh, das ist eine Drehmel. Was macht das denn? Eine Drehmel, was macht das für Modellbau? Ah. Gibst doch einfach zu weit, du wolltest mich einfach töten. Mit diesen Menschen, die einen töten. Fürs Diamanten schneiden, what? Boah, was ist das für eine geile Decke? I need it! I need it! Oh, ist das eine Decke? Ist das eine Hand? Was ist das? Was zum... Teufel, was ist das? Was ist das? I need it. Egal was es ist, ich brauche es jetzt sofort gleich, am besten vorgestern. I need it.
Hast du hingeschaut? Ich hab's nicht richtig gesehen. Hat er sich... Ich hab nicht richtig gesehen. Hat er sich hat er sich ins Wolltest Gesicht geschlagen? Uah! Er hat sich, glaube ich, die Hand... Er hat sich die Hand verdreht. Ah, okay. Und das. Wie? What the heck? Da war Foi-Foi! Ich hab Foi-Foi gesehen! Ich hab viel Foi-Foi gesehen! Und ich sehe den gleichen Hai, den ich habe! Aber ich hab auch Foi-Foi gesehen! Oh. Da war Luna am Berg! Maybe! Und hallo, Belief! Ja. Was hat da... Ich will wissen, was da Boom gemacht hat. Ich will jetzt wissen, was da Boom gemacht hat. Du mit deinem kleinen Mund, da wirst du komplett aus. Ja, bei mir passt gar nichts rein. Wir gehen einfach hin... Wir gehen einfach darüber hinweg. Okay. Saze, I see it, Saze. What the fuck? Mein Gott. Hey, was ist das denn? So, und das ist so ein Ding. So jemand kommt in diese Lobby rein, malt mit und es ist ein fucking Passbild von dir. Ja, exakt das. Exakt das. Und Big Boss, dankeschön für dein T1-Sub schon im dritten Monat. Holy, vielen Dank für 3 Monate Support. Du bist jetzt auch offiziell in 3 Monaten zurück. Und ganz, ganz, ganz viel Spaß damit den Emotes. Klang nach einem hochfrisierten Aktvernichter. Mhm. Das war, warst du, Luna. Ja, natürlich kann ich so gut malen. Eindeutig, dankeschön, Big Bass, nochmal. Ist das von Tomb Raider? Das sieht mir verdächtig nach Lara Crofts, nach Lara Crofts, Axt aus. Oh, Entschuldigung. Ist es? Nice, ich hab was erkannt. Oh Gott. Richtig gut gemacht. Matteo hat mal wieder erfolgreich einen Stream zerstört. Richtig, richtig gut gemacht. Kokos. Big Boss, dankeschön für das Gift-Sub an... An wann? Alter, nein! Danke schon für den Gift-Sub. Vielen Dank. 3 Kokosnuss, 2 Bananen, eine rote was? Eine was? Nee, 3 Kokos. Wie viel Kokos? 3 rote, 2 Bananen, 1 Koko. 3 rote. Gut. Guter Call. Ist das eine Wassermelone? Warum hast du einen Rasenmäher in deinem Haus? Fast hättest du es ausgesprochen. Na ja! Tatsächlich fast, aber ich habe es auch gelesen. Manchmal ist mein Gehirn doch noch schon. Manchmal kann mein Gehirn noch überlegen, bevor ich was sage. Ist das ein, ja, ist es ein Rasenmäher? Soweit ich sehe, ist es ein Rasenmäher. Er ist geschnitten! Ich weiß bloß nicht, was er unter den Rasenmäher gepackt hat. Sieht nach Brokkoli. Ja, es ist Brokkoli! Es. Du Scheiße, mein Teppich, Bruder! Um einen Teppich zu mähen. Aber der Teppich ist doch schon gemäht. Ist das nicht der Sinn hinter Teppich, dass er schon gestutzt ist? Du musst den Teppich nicht noch stutzen. Deswegen hast du doch Teppich und keine Wiese. Du machst doch keine Wiese in dein Zimmer. Dann musst du die nämlich auch nicht immer mähen. Deswegen hast du Teppich in dein Zimmer. Der ist genauso weich wie eine Wiese, hoffentlich. Und dann musst du ihn und dann musst du ihn auch nicht mähen. Wir brauchen 500 Milliliter. Dann nehme ich 250. Ist das nicht so? Au! 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 Was? Mann! Der Rasenmäher verwundert mich weniger als das Klo im Zimmer. Tatsächlich verwundert mich das Klo weniger.
Und was ist, wenn das ein wachsender Teppich ist? Ja, dann musst du ihn natürlich mähen. Das stimmt. Das ist aufs Knie. Boah, ich dachte auf den Fuß, weil er sich den Fuß hält. Dreck ist furchtbar. Ich muss pissen. Ich bringe mir ein. Wieso muss ich jetzt pissen? Au. Hier, ich leg noch. Okay, da hängt jemand ab. Ja, ja. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. Dann komm runter. Der C, deswegen dachte ich auch der C. Au! Boah, das Geräusch! Das Geräusch! Das Geräusch! Das Geräusch ist einfach. Ich bin doch nicht am Arsch. Okay. Nicht sterben! Oh, Alter. Bitte! Das war das Stichwort zum Rauchen. Scheiße, Katie, ich verschluck mich mal einmal im Monat mit mindestens an meinem eigenen Spucke. Ja. Einfach nur ja. Ich mach das fast jedes Mal, wenn ich meinen Stream anfange, bin ich kurz davor so. Ja. Ich kann auch einfach jetzt schlafen. Es ist nicht TOS, I think. Du kannst einfach schlafen. Boah, es fühlt sich aber. Ich könnte das auf meinem Stuhl, glaube ich, auch. Weil meine hat nämlich keine Armlehnen. Und wenn ich mich dann einfach... Wartet mal. Könnte ich das auch auf meinem Stuhl? Sekunde. Luna probiert dumme Dinge. Wartet. Okay. Ich weiß es nicht, weil das Ding ist, mein Stuhl hat keine Armlehnen. Okay, wartet mal. Ich könnte, wenn ich meine Füße... Keine Ahnung, wie das mit Tracking. Also, wenn ich meine Füße auf meine Stuhllehne mache, ja, so würde sich schlafen lassen. Ich finde, ja, das Ding fällt auch nicht um. Es ist gar nicht mal so unbequem. So könnte ich auf jeden Fall lesen. Boah! Geil, ich habe mir eine neue Leseposition gefunden. Holy! Ich habe keine Ahnung, wie das mit Tracking aussieht. Werden meine Beine getrackt? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert mit meinem Model. Aber egal, also wenn was getrackt wird, es sind meine Beine. Nur mal so am Rand. Oh Gott! Was tue ich? Wartet. Aufstehen! Aufstehen! Ich! Nein, Spaß! Nein! Lilly! Ja, Lilly ist kleiner. Scheibengläser, wo wir an Spucke verschlucken sind. Lilly ist kleiner. Ich bin größer als Lilly. Aber es ist tatsächlich recht bequem. Es ist recht bequem. Ich glaube, es ist eine gute Position zum Lesen. Als Leseposition wäre das perfekt gewesen. Das ist ein größtes Cage-Kissen am Ende. Ist Endstufe größt. Aber es ist cool. Ich mag es. I kind of like it. Ich glaube, das ist so ein Wendekissen, oder? Vielleicht will der helfen. Bist du ein neuer Praktikant? Ich weiß. Ah! Ich glaube nicht, dass es ein Praktikant ist. Nein? Ich glaube, das war ein Nein. Vorhin muss was hältst du von meiner Tierlist? Vorfreude. Oh Gott, das war laut. Hallo Marmelin. Hi. Mach doch. Schön, dass du da bist. Ost. Krombacher! Ja, geil! Krombacher Werbung, eine Minute, sportlich. Das habe ich auch noch nicht gehört über, sagte mal, seit wann ist ein alkoholfreies Hopfenlimonade, seit wann ist denn die sportlich und isotonisch und... Ich stelle einfach keine Fragen. Ist das eine gute... Ich stelle einfach keine Fragen mehr. Ich frage einfach nicht mehr. Runde Redblock benutzt du, ja. Oh ja, schon immer. Schon immer, es ist sportlich. Und dann kommt auch gleich Pokémon-Werbung danach. Ich hab Brüste. Oh. Wow. Wow. Nice. Wow. 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 Da freut sich jemand. Isotonisch eben immer die Werbeaussage. Ja, isotonisch schon länger. Aber das, was es mit Sport zu tun hat, das sieht... Oh, der Dip sieht lecker aus. Also nicht der Dip, aber die Soße da. Sieht sehr schön aus. Da ist eine Kitty.
Das ist ja voll der süße Ladescreen. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Japanisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Japanisches Satzzeichen. Aber es wird immer noch. Warum wird noch das japanische Satzzeichen genutzt? Also ich finde ja immer noch meine Variante geiler, die ich erstmal raussuchen muss, weil ich dafür mein WhatsApp brauche. Also ich mag ja immer noch die Varianten hier mehr, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Oder die Variante. Nee, warte, die habe ich schon. Ich meinte natürlich die hier. Ich persönlich muss ja sagen, ich mag es lieber, wenn mir das hier vorgelesen wird. Oder auch nicht, weil das nicht der richtige Text-to-Speech-Roboter ist. Familie, Frau, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Mann, Mädchen, Mädchen, Familie, Frau, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Mann, Mädchen, Mädchen, Familie, Frau, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Mann, Mädchen, Mädchen, Familie, Frau, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Mann, Mädchen, Mädchen, Familie, Frau, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Familie, Frau, Mädchen und Junge, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Mann, Mädchen, Mädchen, Familie, Frau, Frau, Mädchen, Junge, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Familie. Findet ihr das nicht auch besser? Also, oder wir können natürlich auch, wenn ihr wollt, könnten wir natürlich auch, wir könnten natürlich auch das hier noch machen, wenn euch das hier besser gefällt. Also, ich weiß halt nicht, ob das vielleicht besser klingt, wenn wir einfach das hier machen. Familie, Frau, Frau, Mädchen, Junge, Teil, Alter, Nationszeichen, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Teil, Alter, Nationszeichen, Familie, Mann, Mann, hallo, Mädchen, Templer. Mädchen, Teil, Alter, Nationszeichen, und Papa, danke Familie, für das Follow. Frau. Vielen, vielen Dank. By the way, das Alternationszeichen ist das japanische Satzzeichen, was den Beginn eines Familie, Satzes anzeigt. Frau, Mädchen, Junge, Teil, nicht so viele Leute auf einmal. Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, da Teil, kriegst du aber einen guten Rabatt auf die Zoo-Karte. Verabschiedest dich bei Weißgaben. Dankeschön, dass du da warst und viel Spaß beim Mittagessen. Alternationszeichen, Familie, Mann, Frau, Mädchen, Junge, Teil, Alternationszeichen, Familie, Mann, Mann, Mädchen, Familie, Mädchen, geht, Teil, Familie geht auf Twitch nicht. Da sagt er nur Familie, ach, das ist ja langweilig. Warum geht denn das nicht? Dann sind halt keine Luna-Stream-Zuschauer. Warum geht denn das nicht? Das ist ja voll langweilig, Twitch. Das ist ja voll langweilig. Solltet ihr nicht machen. Ich fände das viel witziger. Was passiert hier? Da ist ein Huhn! Habt ihr das Huhn gesehen? Da war so Chicken! Liebe Fast-Paced Deathmatch Game. Ich glaube, du machst mehr Teamschaden als normalen Schaden, Bruder. Ich will nichts hören. Do you think he saw us? Da ist ein Do you think he saw us? Keine von mir und nur. Bruder, geht ja nicht da. Nein, ich habe nicht vergessen, mein WhatsApp wieder zuzumachen. Nein. Warum das hier verreckt, sondern. Ah! Nein. Boah, Dogo! He's so cute! Unterhaltet euch dabei, während ich meine Hände waschen will. Erzähl ihnen irgendwas Lustiges. Unterhalt uns! Sei einfach cute! Sei cute! Ah! Er ist cute oder sie? Ich weiß es nicht, der Hund ist cute! So. Bester Streamer ever, eindeutig. Mein Spaß! Dankeschön für die 100 Bits für den Hundi! Ja! Gleich mal 100 Zuschauer mehr wegen Dogo! Mhm. Bye-bye, Mr. Dennis! Ganz genau, Tom. Dankeschön immer für die 100 Bits. Dankeschön.
schön. Das Lied war, by the way, gut. Also es war richtig gut gesungen. Ich habe übrigens nichts gesagt, weil ich bin einfach bei Musik immer so, I enjoy it. I'm just gonna listen and enjoy. Ich weiß aber nicht... Da ist, glaube ich, jemand hinter der Tür. Holy heck! Wie groß ist der? Wo ist sein Arm? Die Proportionen stimmen irgendwie nicht. Die Proportionen stimmen nicht. Easy. Alter 4 soll auch ganz witzig sein, habe ich gehört. Easy. So richtig witzig. Easy peasy. Also so ein richtig, richtig witziges Spiel. Leute, was ist das eigentlich? Suki hat eine tolle Singstimme. Yeah. Yeah. Ich könnte kotzen. You doid it. Schatz. Ich glaube, das wäre genau das Spiel für mich. Ich hab Zeit. Sind doch Spekulatius! Seht ihr auch Spekulatius? Ich sehe... Leute, Spekulatius. Ich liebe Spekulatius. Ding, mach das. Oder? Das sind Spekulatius. Das sind Spekulatius. Oh, das ist eklig. Schatz, nee, das ist so... Oh, wenn er das macht... Das sieht schmerzhaft aus. Das ist so bar. Das sieht schmerzhaft aus. Oh Gott, macht... Olli, nein. Olli, das sieht wirklich schmerzhaft aus. Das ist witzig. Chat muss los, wie sie... Nein. Das ist... Das sieht witzig aus. Aber das andere sah schmerzhaft aus. Ich weiß, dass das einfach nur eine biologische Sache ist, aber das andere sah sehr schmerzhaft aus. Ich kann... So weit kann ich meine Hände nicht zurückbekommen. Es ist ja schon August, da ist ja bald Weihnachten. Ja, ne? Lebkuchen sollten jetzt auch bald kommen. Ich liebe Lebkuchen. Es lebe der Kuchen! La 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 la. Da 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 da. Schalt es ab! Schalt es ab! So, ich meine, guck mal. Boah, das Cosplay ist ja mega geil. Schau bitte meine Augen an. Sehen diese Augen vertrauenserweckend aus? Ja. Wirklich? Ja. Eindeutig. Wieso sollten sie das nicht? Okay. Gott! Was war das? Warum steht ihr da? Warum müssen die Leute in Horror Games immer einfach so rumstehen? Die denken sich so, yo, lass mal hier chillen. Ich finde das geil. Lass mal die Person hier erschrecken. Ist das nicht nice? Lass uns hier mal ein bisschen rumchillen. Das macht Spaß. Es ist einfach ein Mannequin. Es kann doch nicht wahr sein. Es ist einfach ein freaking Mannequin. Haben wir uns beide gerade vor... Ernsthaft Dr. jetzt? Who Vibes, ja! Och Mann! Ich liebe es! Mann! Warum? Warum? Warum können Horror Games? Warum können Horror Games? Warum? Warum können Horror Games? Warum? Warum? Warum können Horror Games nicht einfach warum können die nicht einfach den Spieler in Ruhe lassen? Ich will doch nur dieses Haus angucken, okay, Leute? Ich wollte nur das Haus kaufen. Ich wollte nur einmal das Haus besichtigen. Ich wollte nur einmal das Haus besichtigen. Und dann muss gleich schon irgendwas kommen und mich angreifen. Jedes einzelne Mal. Ich verstehe es nicht. Warum? Warum? Alles Gute zum Geburtstag, Techno. Ich will auch einfach mal hinter dir stehen. Spaß, ja. Pff. Ja, jetzt dreh ich mir um, dann steht jemand hinter mir. Und hallo, by the way, Chris, schön, dass du da bist. Und Zombie! Danke für den Gift, aber an Techno. Vielen, vielen Dank, Zombie. Viel Spaß mit den Emotes. Ich überlebe mal. Mann, Mann! Wieso baut man sowas? Ich habe keine Ahnung, weil es Leute... Ich meine, irgendjemand muss es ja schon mal geschafft haben, weil sonst könnte bei Super Mario Maker nichts online gespielt werden. Outlast wird witzig, Luna vor Partner. Ja, Kappa. Ja, großes Kappa, bitteschön. Sommer, möchtest du deine Cappy noch hier vorne kurz hinlegen? Okay, das, war laut! Das war laut! Aus deren Sicht sprichst du ein, also der Spieler selber ist einfach ein Einbrecher. Das ist so unangenehm, Alter. Ach. Bei mir steht noch ein Wäschekorb, der müsste gewaschen werden. So gut, Ducker.
Ja, bei mir auch. Ja, das hat die Kamera getroffen. Ja, das Autobus habe ich auch gesehen. Richtig geil. Was? Pete's Meat. Leck mich am Arsch. Pete's Meat. Das ist Wahnsinn. Pete's Meat, ich habe Gänsehaut. Ich glaube, ich würde sterben, wenn sowas passieren würde. Ich würde sterben. Und Big Boss, Entschuldigung, die Sound Alerts sind aus während der React-Szene. I'm so sorry. Absolute Wahnsinn und Ehre. Ich liebe euch, Leute. Ich würde sterben. Ich wäre einfach weg. Ich glaube, ich wäre einfach weg, wenn ich... Hört man das bei Discord oder wird das rausgefiltert? Ich höre gerade nichts. Okay, jetzt höre ich was. Ah! Warum? Wie süß ist das denn? Da oben denn jetzt kein Wasser aus? Ach, oh mein Gott! Batterie rein. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Ich schwär mich auch im Bett. Oh Gott. Oh, tiefer Nei! Oh, tiefer Nei! Gescheit Nei! Ja, das ist toll. Das macht doch Spaß. Das macht doch Spaß. Bis was der steckt? Ja! Exakt, bei sowas ersticke ich, okay? Es gibt schöne Reactions von kleinen Streamern, die von Gronk geratet wurden. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, da würde man Dialekte... Ja, Dialekte können da, glaube ich, viel ausmachen. Bitte das jetzt nicht aus dem Kontext nehmen. Es gibt einen Hintereingang, das wollte ich sagen. Auch das nicht aus dem Kontext nehmen. Nichts aus dem Kontext nehmen. Einmal hallo. So, sie war jetzt kurz da. Okay, tschüssi. Bye-bye. Scheinbar wurde da jemand im Stream verlangt. Und die Uhr. Habe ich mich gerade von meinem Kopfhörerkabel erschrocken? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Möglicherweise. Und hallo Lunero! Schön, dass du da bist. Wie geht es dir, der erste Kitten? Ich bin einfach nur überfordert, wenn insgesamt Raids kommen. Es gilt mittlerweile einigermaßen, aber ich bin einfach überfordert, okay? Das ist nicht so normal für mich. Ich bin einfach überfordert. Und ich trinke auch nicht was. Welcher Zahn ist dunkler als alle anderen? Ich glaube, ich habe keinen Zahn, der dunkler ist. Welcher Zahn? Ich weiß es nicht. Oder? Oder? Ja, weil das war ja nur eine Prothese und dann kamen immer Leute rein, meinten so, hä, warum ist der eine Zahn dunkler? Um da eine Batterie zu... Aber ich hab's tatsächlich auch gesehen, dass der eine Zahn ein Stückchen dunkler ist. Not gonna lie. I kind of saw it. I kind of saw it. Luna Schrecker blickt wohl im Namen. Okay. Luna schreckt mich für immer. Ihr Schatten, okay, gut, ich geb's zu. Geh ich mir schreckhaft. Was geht? Es ist morgen. Ich bin wach. Um 11. Nice. Nein, noch nicht erschrocken. Oh, Stray muss ich auch unbedingt. Okay. Da ist eine Jacke am Abhängen. Würde ich mal sagen. Warum auch nicht? Die Totenstadt war aber die davor, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich will mich nicht spoilern lassen. Ich bin überbewertet. Den Kopf brauchen wir auch nicht. Ach, ich habe ja meine Jacke vergessen. Ach, das war deine Jacke. Da hast du die. Ah, na dann. Hör dich hin. Oh nein. Ich brauche dich. Oh, die arme Prothese, oh Mann. Einmal die Prothese loben. Die macht so einen guten Job. Oh, da war das Viech wieder. Da! Diese Viecher habe ich auch voll oft in meinem Zimmer. Ich hasse die. Die sind so riesig. Und dann fliegen die immer gegen die Wand und dann machen sie so. Ja, diese Viecher sind riesig. Die haben vielleicht ein Gewicht, was weiß ich, von 200 Gramm. Aber die machen so laute Geräusche. Jedes einzelne Mal. Diese Viecher sind so nervig. What the fuck? Hasse die. Was bist du? Nachtfalter. Oh nein, bitte lass es nicht platzen. Aus, wenn er klein aufgeblasen wird.
Wie ein Teufelchen. Verstehst du, warum es nicht funktioniert? Wie ein Teufelchen. Nicht platzen lassen! Nicht platzen lassen! Nicht platzen lassen, bitte! Bitte, bitte! Oh Gott! Ich hab mein... Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. 200 Gramm ist eine Tafel Schoki. Okay, dann vielleicht nicht 200 Gramm, vielleicht 50, I'm sorry. Ich kann keine Gewichte einschätzen, okay? Ich kann mir erst verwenden, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie das Nein. ist so viel. Ey, sorry. Ey! 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 Enzo, what the fuck? Du bist aber immer noch Nein. Zehnter. Du bist immer noch Zehnter. Und Peter, lustig. Nein. A little bit, maybe. Das funktioniert nicht. Ich würde eher sagen 20. I'm sorry, okay, dann habe ich einfach nur eine 0. Es war einfach nur eine 0 zu viel. Einigen wir uns darauf, es war nur eine 0 zu viel. Ist das okay? Einfach nur eine 0? Okay, wir machen einfach nur eine 0. Einfach nur eine 0. Okay? Hol dir den Ventilator, gib mal ab oder Tasche. Oh nein. Nein, nicht die einen Babypark-Givers, Babypark-Takers. Aber ich mag Babypark. Das ist nämlich die einzige, wo ich kein Skill für brauche, weil ich habe nämlich kein Skill. Das ist die einzige, wo ich mal gewinnen könnte. Das fällt am zwischen 2 und 8 Gramm. Danke für die Info. Vielen, vielen Dank. Er, Peter, ja, sein Dach. Er und Fritz Fuchs. Du weißt, du willst es auch. Leibniz-Kekse sind geil. Ich habe sogar welche da. Los, du willst es doch auch. Tu's. Warte, wie, was genau? Na, komm. Ich könnte das sogar ausprobieren. Ich habe Leibniz-Kekse da. Leibniz-Butterkekse sind geil. Oha! Du weißt, gut. Du willst es auch. Los, du willst es Aber auch. Ich glaube, das könnte ich nicht. Jetzt, wie man mich unterhält. Ich mag sowas. Ein Sour's Monkey! Ja, das würde bestimmt schön dämlich mit dem Tracking aussehen. Ja, wir können es gleich mal probieren, theoretisch. Wenn wir dieses Geräusch, ja! Das Geräusch ist halt los. Mega! Ich will jemanden haben, der mich so wie dieses Nike-Logo ansieht. Ja, wie dieses Nike-Logo, eindeutig. Odi, ihr seid Aluhutverschwörer. Das ist aber kein Aluminium, oder? Oder ist das Aluminium? Ich würde sagen Stainless Steel, aber egal. Dankeschön für die Folge. Es war wieder mal eine nice Folge Twitch Games Germany. Dankeschön für die Folge 164. Danke fürs Zuschauen und Bo Boi. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Schmeckt nach Ananas und ist radioaktiv.